Knicke. Koskun. Und das ist das 3:0. Da habe ich schon gedacht, Moritz Gehnen kann diesen Kopfballversuch noch abwehren, aber da war der Arm zu kurz irgendwie. Und deswegen steht es jetzt 3:0 für den FSV Zwickau. Ja, wird er sich da ein bisschen ärgern, der Torhüter. Und im Bild in der Mitte sehen wir den Torschützen mit diesem Kopfball. Drei zu null für den FSV Zwickau. Wieder also Lukas Krüger, der Torschütze, der hier den Alleinunterhalter spielt beim FSV Zwickau im Angriff. Zwei Kopfballtore schon gemacht. Und jetzt kriegt Maurice Gehnen hier hinten richtig viel zu tun. Wieder Lukas Krüger. Also da bekommt Ronny König Konkurrenz, zumindest was die Lufthoheit betrifft, da beim FSV Zwickau im Angriff. Mit Krüger, also wieder einer der Kopfballstärke, der da Power mit reinbringt, der da Wucht mit reinbringt. Und während ich das sage, macht er tatsächlich das nächste Tor. Sein drittes in diesem Spiel. Wieder Lukas Krüger, wieder Kopfball, diesmal nach der Flanke von der rechten Seite. Also, das macht Spaß, dem jungen Mann hier zuzuschauen. Ein interessanter Spieler, den sich Zwickau da geholt hat. Heute natürlich Wismut Gera nicht der Maßstab. Aber Joe Enox wird es mit Interesse und mit Aufmerksamkeit natürlich wahrnehmen und mit Freude, dass sein neuer Stürmer sich hier so in Szene setzen kann. Auch wenn es gegen einen unterklassigen Gegner ist, auch wenn er meistens völlig frei vorm Tor steht. Aber trotzdem musst du die Dinge erstmal machen. So, Krüger macht sie. 4:0, drei Tore. Davon von Lukas Krüger. Und alles Kopfballtore, wohlgemerkt. Da hat er also heute genauso viele Tore schon gemacht, der Lukas Krüger, wie insgesamt in 33 Einsätzen in der dritten Liga zusammen. Nämlich drei Stück. Auch schon beim BFC Dynamo gespielt, vorher im Nachwuchs von Rasenballsport Leipzig im Einsatz und dann über die Station BFC Dynamo zum SV Meppen gekommen. Und nun geht's zurück
nach Mitteldeutschland zum FSV Zwickau. Ich habe nochmal nachgeschaut, Lukas Krüger, letzte Saison für Meppen, Tor gemacht gegen Havelse, gegen die zweite von Borussia Dortmund und am letzten Spieltag dann auch gegen Viktoria Berlin. Das waren die drei Treffer von Stürmer Lukas Krüger für den SV Meppen in der vergangenen Saison. Da dürfen natürlich gerne in der neuen Saison beim FSV Zwickau ein paar Türchen draufkommen. Also die Zwickauer haben hier, wie nicht anders zu erwarten, in der ersten Halbzeit alles im Griff. Und profitieren jetzt auch noch von Gera-Fehlern in der Abwehr. Und da steht es 5:0 für den FSV Zwickau nach diesem Missverständnis in der Innenverteidigung. Und gemacht hat es ein weiterer Neuzugang, der ins Spiel gekommen ist, nämlich Noah Sean Akbaye. In der 36. Spielminute das 5:0 für Zwickau. Mit der Nummer 20, Noah Akbaye. Also da können sich alle Neuen tatsächlich heute auch schon zeigen und können sich gut in Szene setzen für den FSV. Genau das ist das Ziel und Sinn und Zweck solcher Spiele wie heute in Gera. Alle sollen spielen, auch Robert Herrmann, der hier die Flanke bringt, passgenau. Und diesmal gehen noch die Fingerspitzen dran, sonst wäre das hier das halbe Dutzend schon vor der Halbzeitpause voll gewesen. Also Herrmann, der im Mittelfeld hier zum Einsatz kommt, die beiden Stürmer Lukas Krüger und Noah Akbaye. Akbaye ja aus der Regionalliga gekommen vom Wacker Burghausen. Eine Mannschaft, die früher auch mal zweite Bundesliga gespielt hat und mittlerweile in der Regionalliga Bayern zu Hause ist. Koskun abgefälscht und der Ball läuft weiter und kein Abseits. Und da ist das nächste Tor für den FSV Zwickau. Und da ist das nächste Tor für Lukas Krüger. Der kann einfach nicht genug kriegen heute. Vierter Treffer schon für den Stürmer vom FSV Zwickau. Halbes Dutzend ist voll. Der FSV führt mit 6:0 hier in Gera.
Da ist die Wismut-Mannschaft natürlich komplett überfordert jetzt zum Ende der ersten Halbzeit hin, sodass auch Mike Könnecke hier die Abwehr, die linke Abwehrseite der Gera austanzen kann. Und dann hilft ihm der Pfosten noch mit zu Treffer Nummer 7. Mike Könnecke hat ihn gemacht. Und jetzt muss man um die Orange-Schwarzen schon ein bisschen Angst haben, ob das nicht hier zweistellig wird in diesem Freundschaftsspiel. 40. Spielminute, Tor für Zwickau. Mit der Nummer 13, Liga Könige. Neuer Spielstand 0-7. Und ständig steht er frei. Zählt er jetzt noch? Nein, das war jetzt mal ausnahmsweise kein gültiger Treffer von Lukas Krüger. Stand da knapp im Abseits. Deswegen weiterhin nur in Anführungszeichen 7-0 für Zwickau. Also die Gera, die bemühen sich zwar nach wie vor mal in Strafraumnähe zu kommen, aber es gelingt ihnen nicht, weil die Zwickauer Abwehr hier sehr aufmerksam steht und die jungen Wilden da einfach ein bisschen abtropfen lässt. Deswegen kein Durchkommen für die Orange-Schwarzen, während es hinten bei fast jedem Zwickauer Angriff lichterloh brennt. Und hier jetzt wahrscheinlich auch irgendwo in der Stadt, deswegen die Feuerwehrgeräusche. Und da war Genen noch mit den Fingerspitzen dran. Das heißt, noch ein Eckball und dann dürften wir fast die Halbzeit erreicht haben. Schiedsrichter Steffen Lesker schaut auch schon auf die Uhr. Ich denke mal, die Ecke nimmt er noch mit. Und dann haben sich beide Teams erstmal ein Päuschen verdient. Hier im Stadion am Steg. Genau so ist es. Halbzeitpfiff kommt und der FSV Zwickau, der Drittligist, geht mit einer klaren 7-0 Pausenführung hier in diesem Freundschaftsspiel, in diesem, wie die Gera sagen, Traumspiel in die Halbzeitpause.